Ein Mikro, ein Song und heute stehen die Gitarrenaufnahmen an. Ich verrate dir, wie ich meine Gitarren aufgenommen habe mit einem Mikrofon vor einem Verstärker. Ich habe die Gitarre aufgenommen direkt ins Interface rein und ich verrate dir, wofür man so eine Taschenlampe wohl gebrauchen kann, wenn man seinen Verstärker aufnimmt. All das heute in diesem Video und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und bevor wir so langsam auf die Zielgerade von meiner kleinen Herausforderung, ein Mikro, ein Song einbiegen, bevor es also nächste Woche in die Gesangsaufnahmen geht, die ich übrigens live direkt machen werde. Das heißt, es gibt kein vorproduziertes Video, sondern ich werde sämtliche Gesänge und sämtliche Vocals, wie man so auf Neudeutsch sagt, werde ich direkt live in die Kamera einsingen. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann ist es ganz sinnvoll, wenn du jetzt ganz schnell auf den Abo-Knopf drückst und daneben dann die Glocke nicht vergisst, denn dann kriegst du auf jeden Fall einen Hinweis, wann dieser Livestream online geht. Oder du trägst dich einfach in meinen Newsletter unter recordingblog.com ein und wirst dann auch vorher nochmal informiert darüber, wenn der Livestream losgeht. Lohnt sich also auf jeden Fall, sich da einzutragen oder das Abo dazulassen oder am besten sogar beides. Wie gesagt, bevor wir nächste Woche dann zu den Gesangsaufnahmen und daraufhin dann zum Mix kommen, kommen wir heute erstmal zu den Gitarrenaufnahmen. Gitarren kann man ja heutzutage auf unterschiedlichste Arten und Weisen aufnehmen. Zum einen mal klassisch mit einem Verstärker, einem Mikrofon davor, das passt ja auch zu einem Mikro, ein Song, und dann ganz klassisch aufnehmen. So wird seit 60, 70 Jahren, glaube ich, mittlerweile die Gitarre aufgenommen. Oder aber man macht es auf die moderne Art und Weise, steckt die Gitarre mit dem Klinkenkabel direkt ins Interface rein. Dafür gibt es im Interface ja quasi hier direkt diesen Instrumenteneingang. Hier beim 2i2 ist er zum Beispiel direkt mit eingebaut, da in so einer Kombibuchse. Kann man entweder das Mikro reinstecken oder eben das Instrument und dann schaltet der das auch automatisch von Mikrofonlevel direkt um auf Instrumentenpegel und dann kann man das hier noch einstellen und wenn man das richtig einstellt, kriegt man ja auch ein verzerrungsfreies Signal und kann damit dann später in der DAW schön mit einem Amp-Plugin, also mit einem Plugin, das einen Verstärker nachbildet, durchaus auch den Sound nochmal nachträglich variieren, was natürlich bei der Aufnahme mit dem Verstärker nicht geht. Beim Verstärker aufnehmen legt man sich also fest auf das Verstärkermodell, auf den Sound und so weiter und kann das hinterher nur noch im Rahmen von Equalizer und Kompressor und so weiter nachbearbeitet, natürlich auch mit Hall und Delay. Aber der Grundsound steht, wobei man dann bei der Aufnahme mit dem Interface deutlich flexibler ist. Beides ist Geschmackssache. Der eine sagt, ich bin Purist, ich möchte auf jeden Fall einen Verstärker. Außerdem habe ich keine Angst, mich festzulegen. Der andere sagt, nee, ich habe lieber die Flexibilität und die kleinen Nachteile, die man so hat, wenn man nur mit dem Interface aufnimmt, die stören mich nicht. Denn, das muss man dazu sagen, wenn man mit dem Interface direkt aufnimmt, dann hat man durchaus ein kleines Latenzproblem. Das ist ja klar, die Gitarre muss ja erstmal aufgenommen werden. Das heißt, sie geht ins Interface rein, dann wird die da digitalisiert, geht in die DAW, geht durchs Plugin, geht durch die DAW, dann wieder auf den Wandler, damit sie wieder aus dem Digitalen ins Analoge verwandelt wird. Und dann erst auf den Kopfhörer. Dazwischen können durchaus schon mal 10, 15 Millisekunden vergehen und dem einen oder anderen Gitarristen fällt das dann schon störend auf, vor allem wenn man so grooviges, funkiges Zeug spielt, wie ich das gleich machen werde. Ich persönlich bin da eher pragmatisch und denke, wenn das hinterher das Endergebnis stimmt, dann wird mich das nicht stören, auf welchem Wege ich das erzielt habe. Aber welches Ergebnis dabei rausgekommen ist, das schauen wir uns dann gleich auch nochmal in der Session an und vergleichen auch mal die Aufnahmen zwischen Amp und zwischen dem, was ich direkt mit dem Interface aufgenommen habe, dann mit einem Amp-Plugin. Jetzt zum kleinen Ablauf eben für dieses Video. Wir gehen gleich rüber kurz auf das Setup, wie ich dann die Gitarre aufgenommen habe, mit welchem Verstärker, welcher Gitarre, wo das Mikrofon gestanden hat. Dann nehmen wir das kurz auf. Dann geht es nochmal auf das Setup, was ich gemacht habe, wenn ich mit dem Interface aufgenommen habe. Auch da vielleicht der ein oder andere Tipp für dich noch dabei, den du vielleicht noch nicht kanntest. Gucken uns die Aufnahme noch kurz an und dann geht es auch schon schwupps in die Session rein und ich zeige dir mal, welche Aufnahmen dabei rausgekommen sind. Wir vergleichen einmal die Aufnahme, die ich mit dem Verstärker gemacht habe und die ich mit dem Interface gemacht habe. Kann man auch direkt 1:1 vergleichen, habe ich nämlich genauso eingespielt. Und dann kommen wir noch dazu, wie ich das weiter bearbeiten werde. Ich hoffe, du hast Bock drauf und wenn du da Bock drauf hast und dir dieses Video jetzt schon gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, dann drück zweimal auf Daumen nach unten und hier schnell auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal rüber und gucken uns mal an, wie ich den Verstärker aufgenommen habe. Los geht's. Das analoge Setup, mit dem ich das Ganze aufgenommen habe, also die Kette, mit der ich tatsächlich die echte Gitarre aufgenommen habe, nicht mit virtuellen Instrumenten, ist denkbar einfach und so, wie sie schon vor 50, 60 Jahren aufgezeichnet wurde. Nämlich mit einem normalen Röhrenverstärker, in diesem Fall einem 1964er Blackface Twin Reverb, den ich ein kleines bisschen habe überholen lassen bei meinem Freund, dem Tonehunter Ralf Reichen in Köln. Schönen Gruß an dieser Stelle.
Stelle an Ralf. Wir müssen uns bald mal wieder treffen. Und der 64er Twin macht natürlich genau das, was ich für so einen funkigen Sound brauche. Und zwar im Zusammenspiel mit meiner Music Man Silhouette, einer Strat-Gitarre, damals auch erfunden von Leo Fender, nachdem er seine eigene Firma Fender verlassen hat oder verlassen musste. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall eine sehr strattig klingende Gitarre, die auch wirklich genau das macht, was wir für unseren Song brauchen. Ne? Also die Silhouette einmal und dann hier der Music Man und der Twin Reverb. Und der Twin Reverb ist natürlich jetzt nicht mehr so laut, wie er früher mal gewesen ist. Eine 85 Röhrenwatt machen dich einfach total irre. Deswegen habe ich hier, das kann ich dir mal zeigen, mit der anderen Kamera habe ich hier diese Tritones eingesetzt, vier Röhren, vier Ersatzröhren, und zwar sind das so kleine Sockel, die man zwischen den normalen Röhrensockel und zwei EL84 Röhren setzt. Das heißt, der komplette Blackface Twin ist jetzt ausgestattet mit EL84 Röhren und hat dadurch, dass die im Triodenmodus betrieben werden, nur noch 15 Watt, ist also bei weitem nicht mehr so laut, klingt aber immer noch mega geil, und dementsprechend habe ich hier einen wunderbaren Fender Sound, den ich mir auch hier eingestellt habe. Wir haben den zweiten Kanal hier genommen, den Vibrato-Kanal, habe hier auch den zweiten Eingang genommen, der ist ein bisschen unempfindlicher, und dementsprechend macht er nicht so viel Verzerrung. Habe dann den Bright Switch reingepackt, hier ein kleines bisschen den auf 5 gedreht, also ist bei weitem nicht so laut hier, und habe dann hier ein bisschen den Klang eingestellt und noch ein kleines bisschen Federhall draufgegeben, damit wir auch wirklich den Sound kriegen, den ich mir gewünscht habe. Das Ganze dann natürlich aufgenommen mit dem Focusrite-Mikrofon hier vor dem Speaker, vor dem rechten Speaker in diesem Fall, wenn man vor dem linken Speaker, wenn man davor steht, so muss man es wohl sagen. Und hier kann ich dir noch einen kleinen Trick zeigen, denn mit einer Taschenlampe kannst du dir genau merken, welche Position dein Mikrofon hat, weil ich mache die mal an, und wenn du hier mal genau unter das Mikro gehst, dann kannst du hier vielleicht, ich muss mal gucken, ob ich das hier eingefangen kriege, so, jetzt kriege ich es eingefangen. Da kannst du hier genau auf der Kalotte sehen, wo du gerade bist. Ne? Das heißt, mit der Taschenlampe parallel direkt zum Mikrofon kannst du genau erkennen, wo du bist. Kannst du auch durch den Grill hier durchgucken und kannst dann die Position genau einstellen, die du haben willst. Im Prinzip nur 2 cm nach oben rechnen, da wo die Lampe hinschleuchtet, oder ein kleines bisschen anwinkeln, dann schaffst du es auf jeden Fall und findest genau den Punkt hier auf dem Speaker, worauf dein Mikrofon zeigen soll. Das Ganze dann natürlich hier verkabelt mit dem roten Mikrofon, was da mitgeliefert ist. Ich gehe nochmal ein bisschen ran, mit dem roten Mikrofon, was hier mitgeliefert ist, und das geht natürlich hier rüber auf das Focusrite Interface, das dann hier direkt steht und dann quasi direkt in die DAW reingeht. Mit dem Setup nehmen wir jetzt auf, danach gehen wir noch kurz rüber zum Setup, was ich hier für die virtuelle Gitarre genommen habe, nehmen das auch noch auf, und dann sehen wir uns auch schon in der Mix-Session wieder und gucken uns mal an, was ich alles so aufs Band gekriegt habe. Also jetzt mal viel Spaß und bis gleich. Die Aufnahme der Gitarre, wenn man sie direkt ins Interface reinsteckt, ist natürlich deutlich einfacher. Man nimmt die Gitarre mit dem Kabel direkt rein ins Interface. Das Interface stellt dann direkt um auf Instrumenteneingang, und da muss man es nur noch richtig einpegeln. Ich habe das so eingepegelt, dass es so ganz gerade so am orangenen Bereich rumkratzt, wenn ich hier voll reinknete. Also wenn ich hier mal zum Beispiel Oktaven spiele. Siehst du, dass es hier grün aufleuchtet, aber nicht orange oder nicht rot. Und wenn ich jetzt hier voll reinkneten würde, dann ist es so gerade so in den Peak, so dass es in den roten Bereich reingeht. Damit sollte ich eigentlich den Pegel haben, mit dem ich das Amp-Plugin dann auch bestens anfahren kann. Und als Amp-Plugin habe ich hier auch die American-Variante genommen von Studio One, die da mitgeliefert wird. Die ist ja dem Blackface Twin nachempfunden, den wir jetzt gerade auch aufgenommen haben. Und ich habe mal genau die Einstellungen hier auch vorgenommen, die ich bei meinem Twin auch eingestellt habe. Das kann natürlich nicht genauso klingen, aber ich habe gedacht, von den Reglern her kann man es ja wenigstens mal gleich einstellen. Wir können ja gleich mal im Mix dann mal kurz reinhören, ob sich da Unterschiede auftun. Denn ich werde jetzt genau das gleiche
nochmal einspielen, was ich gerade gemacht habe, die Oktaven also nochmal im Vergleich und dann können wir ja mal hin und her schalten zwischen den beiden Spuren und mal gucken, wie die beiden sich wirklich unterscheiden. Nochmal, es kann natürlich nicht gleich klingen, denn sowohl die Speaker als auch die Mikrofone, die hier von der Software emuliert werden, entsprechen natürlich nicht dem, mit dem wir hier aufgenommen haben, aber vielleicht kriegt man so ein Gefühl dafür, wie der echte Amp sich zumindest im Vergleich zu dem virtuellen hier verhält. Starten wir mal die Aufnahme und gucken wir mal, dass wir hier was Schönes aus Band kriegen. Ich bin mal sehr gespannt. Geklappt. Top. Gehen wir mal rüber. So, da sind wir schon in der Session und wie du hier sehen kannst, habe ich insgesamt 5 Spuren aufgenommen. Ne? Wir haben hier zum einen die Gitarre virtuell, Single Notes, also SN für Single Notes. Virtuell bedeutet, dass ich hier direkt ins Interface reingespielt habe, also den virtuellen Amp genommen habe. Dann habe ich einmal die Oktaven eingespielt, die wir hier im letzten Refrain vor allem brauchen. Dann die Oktaven nochmal parallel mit dem Twin Reverb eingespielt. Das heißt, wir haben da einmal die Vergleichsmöglichkeit zwischen der Aufnahme aus der echten Welt, quasi mit dem Twin Reverb, mit dem echten Verstärker und mit dem Plugin. Zeige ich dir gleich nochmal. Und haben wir noch hier die Akzente, die ich eingespielt habe. Das sind immer diese einzelnen Schläge mit den Akkorden. Und dann nochmal separate Single Notes, die ich wirklich sehr lustig und gelungen finde. Die waren auch im Original drin, habe mich selber darüber gefreut, dass ich mir damals so einen Quatsch habe einfallen lassen. Wir hören am besten einfach mal kurz rein, wie es im Moment klingt. Grob angemischt, wirklich nur, damit ich einigermaßen Orientierung habe. Aber du kannst schon mal einen Eindruck von dem kriegen, was jetzt so alles zusammengekommen ist bei den Instrumenten. Das klingt so. Ach, es ist einfach herrlich, wenn man so sieht, dass so alles, was man sich so ausgedacht hat, so irgendwie ineinander greift und einigermaßen zueinander passt. Ich habe die Spuren von vorne bis hinten durchgespielt. Ich neige dazu, Songs tatsächlich von vorne bis hinten durchzuspielen, auch wenn am Anfang, wie du hier sehen kannst, eine ganze Menge Stille am Anfang ist. Ne? Da gilt es natürlich, wenn man mit einem Verstärker aufnimmt, und das gilt auch für Plugins, dass man hier erstmal dafür sorgt, dass alles, was irgendwie Rauschen enthalten könnte und was störend vor allem sein könnte, dass man das erstmal entfernt. Kann man händisch machen, das heißt, man könnte hier jetzt einsteigen und hier zum Beispiel bei der Twin-Spur könnte man jetzt zum Beispiel reingehen und erstmal reinzoomen, hier nochmal reinzoomen und hier nochmal reinzoomen und dann jeden einzelnen Schlag davon hier freischneiden. Das würde aber, glaube ich, ein kleines bisschen übers Ziel hinausschießen. Aber man kann durchaus mit der Funktion Stille suchen hier in Studio One, aber natürlich auch in deiner DAW, wenn es nicht Studio One sein sollte, aber überall gibt es die Funktion Stille suchen, die dafür sorgt, dass so längere Passagen, in denen nichts passiert und im Zweifel vielleicht von so einem Gitarrenverstärker nur Rauschen drauf ist, dass man das dann analysiert und herausfindet und dann einfach wegschneiden kann. Das kann man hier in Studio One direkt mit einem Rechtsklick drauf machen und dann kann man hier über Event gehen, glaube ich. Müssen wir mal kurz gucken, ob das hier bei Events war oder bei Audio. Auf jeden Fall kann man das hier oben auswählen, ne? Bei Event, und dann kann man hier Stille suchen. Wo waren das hier? Audio, da bei Audio, da ist es, ne? Guck mal, muss ich selber noch suchen. Also, hier gibt es Stille suchen und das kann man dann drücken und dann analysiert er das. Komfortabler ist es allerdings, wenn man das übers Menü macht. Es gibt hier im Studio One das Menü. Hier oben in dem Bereich kann man hier da und dann das Quantisieren einstellen hier, oder man kann hier eben sich die Faktoren hier für Stille suchen einblenden lassen. Und ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, falls du dich dafür interessierst, genau wie man das mit Stille suchen einstellen und so weiter machen kann, kann ich dir das hier oben mal einblenden, kannst dir das hinterher nochmal angucken. Jetzt nur so viel, hier kann man ungefähr dafür sorgen, wenn ich jetzt hier auf der rechten Seite auf Anwenden gehe und vorher alle Parameter hier sauber eingestellt habe, dass der dann, und das machen wir jetzt mal, dass der bei dieser Spur jetzt zum Beispiel alles beseitigt, was irgendwie nach Stille aussieht. Ich klicke mal auf Anwenden,
bupp, und du siehst schon, jetzt hat er hier eine ganze Menge freigeschnitten und jetzt muss man im Prinzip dann später nur im Mix entscheiden, ob einem das jetzt zu rigoros war. Es darf natürlich nicht auffällig sein, dass zum Beispiel so ein Rauschen immer nur ein- und ausgeblendet wird, wenn der Sound kommt. Dann macht es immer so zwischendurch, wenn der Sound kommt, macht es immer so. Das will natürlich keiner, also muss man dafür sorgen, dass es jetzt hier nicht zu kleinteilig wird an dieser Stelle. Aber ich denke, hier mit diesen Einwürfen können wir jetzt schon relativ gut leben. Und so kann man dann die Spuren einzeln bearbeiten und dann auch freistellen. Hier mit dem nächsten kann man das auch machen, anwenden, zack, dann sind die alle schon freigestellt. Und das Tolle ist, dass man hier oben dann auch Fade in, Fade out einstellen kann noch, die dann hier direkt auch gesetzt werden. Dann siehst du hier, dass hier direkt Fade in und Fade out gesetzt werden und dass dann alles schon sauber geschnitten ist. Damit ist sichergestellt, dass du keinen Knacksen zum Beispiel im Signal hast. Das könnte man jetzt noch bei den anderen Spuren machen. Ich müsste das doch noch überprüfen, aber du verstehst das Prinzip auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt, du kannst es einmal händisch freischneiden oder du kannst es halt mit der Automatik hier machen und die dann vorher so justieren, dass die dann auch genau das macht, was sie soll. Ne? Hier hinten rechts zum Beispiel ist es so, dass er hier nicht zu kleinteilig eingegriffen hat, weil wir hier einen durchgängigen Part haben und da kann man sich das dann durchaus erlauben, vor allem weil viel los ist, wenn da so ein kleines Grundrauschen vom Verstärker noch da drunter liegt. Also, als erstes würde ich jetzt hier auf jeden Fall mal dafür sorgen, dass alles sauber geschnitten ist. Das würde ich übrigens bei Vocals, also bei Gesangsaufnahmen, würde ich das auch machen und teilweise bei Overheads, wenn wir die jetzt haben würden, also bei einem Mikrofon oder zwei Mikrofonen, die über dem Schlagzeug hängen und zwischendurch vielleicht, nee, bei Overheads nicht, aber warte mal, jetzt bei Tom-Mics, jetzt habe ich schon fast Quatsch erzählt, nein, bei Overheads natürlich nicht, um Gottes Willen, nein, schneidet keine Overheads frei, nein, bei Toms aber zum Beispiel, ne, Toms, die im Prinzip nur auf ihren Einsatz warten und die ganze Zeit sonst nur Bleed aus dem, also Einstreuung aus dem Schlagzeug komplett aufnehmen, da würde ich dann entweder händisch schneiden oder eben auch mit Stille suchen, lohnt sich also auf jeden Fall, oh Gott, jetzt habe ich gerade fast Quatsch erzählt, ne, mit den Overheads. Plus, merkt euch das bloß nicht, auf keinen Fall. Das nächste, was wir uns mal angucken können, ist hier diese beiden Spuren hier, die Oktavgitarren, die ich hier habe. Ne? Ich ziehe mal hier einen neuen Loop. Diese Oktavgitarren habe ich ja einmal am Verstärker eingespielt und einmal mit dem virtuellen Gerät und beim Verstärker habe ich dir ja schon gezeigt, die Einstellungen, die ich da ungefähr gewählt habe. Ich habe dafür gesorgt, dass wir hier, das haben wir glaube ich gerade auch schon gesehen, ne? Ich glaube, ich erinnere mich, dass ich das gerade schon mal erzählt habe, aber hier die Einstellungen vom Amp sind im Prinzip genau die gleichen, die ich beim Twin auch gewählt habe. Sollte also irgendwie einigermaßen vergleichbar klingen, aber eben nur grob vergleichbar, weil wie gesagt, Mikrofon und so weiter, das ist ja alles nochmal ein kleines bisschen anderer Faktor und Luft ist auch nochmal. Aber wir hören mal AB. Ne? Wir machen einfach mal einen AB-Vergleich. Ich stelle mal hier erst die virtuelle Gitarre auf Solo und dann schalte ich mal zwischen den beiden hin und her. Und du kannst mir ja mal deine Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, was du meinst, welches Signal dir gut gefällt. Ich hoffe, dass ich sie einigermaßen gelevel-matched, wie man so schön sagt, habe, also dafür gesorgt habe, dass sie ungefähr gleich laut klingen, damit jetzt hier kein Unterschied entsteht, einfach nur, weil sie lauter oder leiser sind. Hören wir mal rein und ich schalte mal ein bisschen hin und her und bin mal gespannt, was du so sagst. Also spontan würde ich sagen, dass ich jetzt hier, also hab mich jetzt nicht tief eingehört, aber so spontan würde ich jetzt erstmal sagen, dass beide ihre eigene Klangfarbe haben, aber dass bei beiden jetzt der Unterschied jetzt nicht so groß ist, sondern eher eine Geschmacksfrage wäre. Das mag aber unter anderem daran liegen, dass wir hier einen cleanen Sound aufgenommen haben. Insgesamt klingt der Fender Twin für meine Ohren ein kleines bisschen knackiger, ein kleines bisschen direkter, aber auch da komplette Geschmacksfrage und wahrscheinlich, wenn ich den Twin nicht zur Verfügung als Vergleich hätte, würde ich wahrscheinlich mit dem anderen Signal bestens leben können und wie gesagt, die Variabilität, also die Möglichkeit hier noch die Sounds zu ändern, habe ich natürlich auf jeden Fall. Der Unterschied ist wahrscheinlich größer, wenn wir verzerrte Sounds nebeneinander halten würden, denn so ein echter Röhrenverstärker klingt dann doch nochmal sahniger und klarer als eben ein verzerrtes Plugin hier aus dem Rechner. Da gibt es schon sehr gute, aber hier das Empire ist auch schon ordentlich hier von Studio One, aber wie gesagt, da gibt es dann durchaus schon Qualitätsunterschiede. Da würde ich dann tatsächlich auch eher zum echten Verstärker neigen, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich dann einschränke dahingehend, dass ich vielleicht jetzt nur, weil ich einen Marshall besitze, die Sounds von Bogner oder von Peavey oder von Mesa Boogie oder sonst was irgendwie eben nicht nutzen könnte, weil ich halt die Verstärker nicht habe. Das wäre dann das Problem, dass ich dann mit den Plugins zum Beispiel nicht hätte. Ne? Da kann ich auf jeden Verstärker zurückgreifen, den es in dieser Welt gibt. Da gibt es auf jeden Fall eine Emulation von. So viel dazu.
Wir haben hier sehr rhythmisch gespielt, das heißt, ich könnte jetzt theoretisch hier sogar noch die ganzen Spuren quantisieren, wenn ich das wollte. Das mache ich aber wahrscheinlich nicht, das müsste ich dann später nochmal im Mix entscheiden. Das, was ich jetzt noch entscheiden kann, ist auf jeden Fall, dass ich noch so ein bisschen ins Arrangement eingreife. Das heißt, wenn ich mich mal kurz vorm Mix jetzt mit der Aufnahme so weit beschäftigt habe, dass alles sauber ist, ich alles sauber geschnitten habe und so weiter, kann ich mir dann noch Gedanken darüber machen, ob die Gitarren, die ich jetzt hier von vorne bis hinten eingespielt habe, ob die denn eigentlich durchgehend spielen sollten oder ob es von der Dynamik im Song her eigentlich eher Sinn macht, darauf zu achten, dass die Gitarre hier am Anfang zum Beispiel nicht so früh einsetzt. Wir haben hier zum Beispiel eine Gitarre hier vorne, diese hier, die ich hier eingespielt habe. Die ist sehr groovig, die spielt sofort, aber die fängt halt relativ früh an. Das heißt, wenn wir hier mal vorne in den Song reingehen, dann kommen wir aus dem Intro raus. In diesem ruhigen Part am Anfang, wo eigentlich nur relativ wenig los sein sollte, da spielt die Gitarre aber schon. Schlauer wäre es wahrscheinlich, wenn ich sie etwas später dazukommen lasse. Wir hören mal kurz weiter. So, hier setzen die Keyboards ein. Das heißt, irgendwo zwischen diesem Teil und dem Anfang sollten wir, warte mal, wo waren die Keyboards? Hier bei Takt 27, ne? Also irgendwo zwischen Takt 27 und Takt 11 sollte es stattfinden. Das sind genau 16 Takte. Da würde ich jetzt zum Beispiel dazu gehen, dass ich sage, okay, die ersten 8 Takte von diesen 16 Takten würde ich die Gitarre weglassen und würde sie dann dazu nehmen. Will sagen, wenn wir jetzt hier Takt 11, 8 Takte draufrechnen, dann würde hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, würde die Gitarre hier erst einsetzen bei Takt 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist das jetzt hier richtig? Na, einen Takt noch früher. Okay, alles klar. Wir hören uns das Ganze nochmal an, damit du einschätzen kannst, wie das jetzt wirkt. Gerade am Anfang war es ja so, falls du dich nicht mehr dran erinnern kannst, kannst du ja nochmal kurz zurückspulen. Gerade am Anfang war es so, dass die Gitarre direkt am Anfang da gewesen ist und wir direkt quasi, ich meine, wenn du es nicht besser weißt, direkt die Gitarre da hatten. Jetzt hören wir uns das Ganze nochmal an, wo die Gitarre später einsetzt. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Und du merkst, dass es so Stück für Stück aufbaut. Jetzt habe ich natürlich vorne was weggeschnitten, was ich eigentlich super fand, aber das ist dienlich einfach dem Arrangement, weil dann immer so ein Stückchen dazukommt. Und die Gitarre, die wir jetzt gerade auf der rechten Seite zum Beispiel hatten, diesen Einwurf hier, diesen hier. Der wäre mir jetzt zum Beispiel auch zu früh. Das heißt, ich würde sogar dazu neigen, dass ich das hier komplett weglasse und mir das für später aufspare. Eingespielt habe ich es, damit ich es auf jeden Fall habe. Dann brauche ich später nicht hin und her schieben. Aber jetzt geht es halt darum, dann zu entscheiden, wann welcher Teil nochmal dazukommt, damit man so richtig schön dynamisches Arrangement aufbauen kann. Kill your darlings ist an dieser Stelle das wichtigste Wort. Das heißt, man muss sich durchaus auch mal von liebgewonnenen Teilen trennen, um einfach dem Song insgesamt dienlich zu sein. Das wäre jetzt der nächste Schritt, bevor ich dann im Prinzip nächste Woche live die Vocals einsinge, den Song soweit nochmal bis dahin vorbereitet habe, dass ich da ordentlich drauf einsingen kann. Und ich hoffe, dass du dann auch dabei bist, wenn wir dann um 20.30 Uhr an dem Donnerstag dann live gehen. Wie gesagt, Abo lohnt sich, da kriegst du auf jeden Fall einen Hinweis oder eintragen in den Newsletter. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Ansonsten sehen wir uns in irgendeinem anderen Video hier auf dem Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!